Herzlich willkommen zu unserer Webseite Leitfadenprävention und dem Erklärvideo der Phase Planung. Dieses Erklärvideo schließt an den Maßnahmenplan an, auf dessen Grundlage Sie Kooperationspartner identifizieren und einen Finanzplan erstellen. Wenn Sie im Rahmen der Maßnahmenplanung schon ein Programm ausgewählt haben, dann stellt sich die Frage, ob Sie neben dem Programmanbieter auch noch weitere Kooperationspartner brauchen. Überlegen Sie, ob und welche Kooperationspartner sinnvoll sind. Bei bestimmten Maßnahmen gibt es gewisse Ämter und Behörden, die mit einbezogen werden sollten. Generell gilt, dass durch Netzwerke Synergien geschaffen werden können, die wichtig für den Erfolg und für die Wirksamkeit einer Maßnahme sind. Suchen Sie dabei primär in Ihrer Kommune. Abseits dessen gibt es auch auf nationaler Ebene Vereinigungen und Institutionen, die Ihr Vorhaben unterstützen können. Die Wahl der Partner und deren Anzahl ist abhängig vom Umfang und vom Inhalt Ihrer geplanten Maßnahme sowie von den Gegebenheiten im Setting. Berücksichtigen Sie dabei, dass eine erhöhte Zahl an Partnern mit einem erhöhten Koordinationsaufwand einhergeht. Doch nicht nur Kooperationen bieten eine wichtige Unterstützung bei der Realisierung von Präventionsprogrammen. Es sollten auch die finanziellen Mittel bedacht werden. Im weiteren Prozess stellen Sie einen Finanzierungsplan auf. Im Finanzierungsplan listen Sie alle Kosten, die bei der Realisierung eines Präventionsprogramms anfallen. Unterscheiden Sie hier nach Kostenart, zum Beispiel nach Sach-, Honorar-, Verpflegungskosten oder Fremdmittel. Orientieren Sie sich dabei am Maßnahmenplan und stellen Sie sich die Frage, was kostet die Umsetzung meiner speziellen Maßnahme? Die Summe aller aufgeführten Kosten ist das beantragte Fördermittel. Falls Sie einen Förderantrag im Rahmen des Präventionsgesetzes stellen wollen, dann tun Sie das im Anschluss an die Erstellung des Finanzplans. Kontaktieren Sie hierzu frühzeitig Ihre Krankenkasse und bedenken Sie, die Krankenkassen bieten neben finanzieller Unterstützung auch eine Prozessbegleitung an. Für einen Förderantrag im Rahmen des Präventionsgesetzes bildet der Maßnahmen- und Finanzierungsplan die geeignete Grundlage. Hier wird kein bis ins Kleinste ausgeklügelter Plan erwartet, aber Sie sollten eine gut durchdachte und einleuchtende Projektskizze erarbeiten. Weitere Informationen zum Antragsprozess und zu den Förderkriterien finden Sie auf unserer Webseite Leitfadenprävention. Nun haben Sie die Planungsphase erfolgreich abgeschlossen und widmen sich der Durchführung der geplanten Maßnahme.